Hallo zusammen, Kurzschluss zum fünften. Und zwar habe ich wieder den gleichen Aufbau. Hier Wechselrichter angeschlossen, ohne Sicherung. Und hier meine Kontrolllampe. Hier kann ich einschalten. Dann habt ihr ein bisschen Licht, ich stehe ein bisschen im Dunkeln. Und hier habe ich jetzt 2x 10 Quadrat, hier auch 10 Quadrat und dazwischen eine Sicherung mit 80 Ampere. Das ist das, was die Batterie permanent bringen sollte. Und 80 Ampere Vorsicherung sollte jetzt fliegen. Ihr seht die anderen Videos, die verlinke ich euch in der Endcard, da sind sie nicht geflogen. Und wir machen jetzt hier einen Kurzschluss. Die 80 Ampere Sicherung ist geflogen. Aber wie ihr im anderen Video seht, das mit den zwei Sicherungen 160 Ampere, war die Batterie schneller und die Batterie hat schneller abgeschaltet. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Wechselrichter hier mit 160 Ampere absichern, absichern tun wir nicht den Wechselrichter. Ich mache mal das Licht aus, weil das habe ich ein bisschen bessere Beleuchtung, kommt die Kamera besser. Beim Wechselrichter mit 160 Ampere geht der Wechselrichter selber, hat intern Sicherungen aus. Was ich absichern muss, sind die Leitungen. Also wenn ich jetzt hier direkt bei der Batterie eine 160 Ampere Sicherung reinmache und ich produziere auf der Leitung wegen einem Unfall oder alles, was ich euch sonst nicht wünsche, gibt es einen Kurzschluss. Schaltet vorher die Batterie aus. Ihr wollt jetzt von mir sicher den nächsten Test sehen. Der kommt dann hier in der Endcard. Und zwar den gleichen Test vom ersten Mal, den ich hier verlinke, aber statt mit einer Lithium-Batterie, mit einer Bleibatterie. Und zwar habe ich hier eine Bleibatterie. Die ist erstens viel schwerer, hat auch Gewicht. Und diese Bleibatterie mache ich den gleichen Kurzschluss, wie ich hier demonstriert habe. Morgen kommt das Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.